liebe Zuschauer, diese fünf sind aus Magneukirchen. Das ist die Band Brezelbras. Hallo. Hallo. Was sich allerdings ein bisschen volkstümlich anhört. Das ist richtig, weil man allgemein ja Brezeln mit Bayern in Verbindung bringt und dort mit den Bierzelten. Mhm. Ja, aber bei uns, da heißt es Rumbrezeln ein bisschen was anderes, weil es kommt ja aus dem Englischen rumjammen und wir im Vogtland sagen eben, wir brezeln rum. Und es kommt auf selber raus, vom Begriff her. Und so kommt dann aus dem Rumbrezeln kommt dann Brezelbras. Woher habt ihr denn eure Instrumente? Ja, die Instrumente kommen alle hier bei uns aus der Region und ganz besonders sogar aus Magneukirchen direkt. Und wir sind alle sehr stolz drauf. Die Jule ist ganz besonders stolz auf ihr Instrument. Ja, weil die Gitarre ist von einem neuen Gitarrenbauer hier in Magneukirchen, Thorsten Breuß. Wie man sieht. Genau. Der hat sein Studium hier an der Fachhochschule für Musikinstrumentenbau beendet, gerade dieses Jahr. Und ich habe ihn hier kennengelernt, im Museum sogar, als er Gitarren restauriert hat und seine eigenen ausgestellt hat. Und so kam ich mit ihm wegen ins Gespräch und daraufhin habe ich dann auch eine bekommen, worauf ich sehr stolz bin. So schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. Auf jeden Fall. Würde sich ja mal lohnen, sich in der Werkstatt umzuschauen. Auf jeden Fall. Oder? Ganz frisch, alles neu. Könnte man mal machen. So, was gebt ihr uns jetzt? Von uns gibt es jetzt die fünfte Polkonie, extrem frei nach Ludwig van Beethoven. Und das passt auch ja in unser Konzept. Wir betreiben ja musikalischen Grenzgang. Wir mischen alle Stile miteinander. Und da in diesem Fall mischen wir halt Beethoven-Motive mit Oberkreiner-Sound. Und so in der Öffentlichkeit noch nie gespielt? Noch nie gespielt, kommt erst auf unsere nächste CD dann drauf. Brezelbras, liebe Zuschauer, jetzt mit einer Weltpremiere. Hier ist die fünfte Polkonie.